Die Welt der Promis hat uns auch diese Woche wieder bewegt und aufgeregt. Allen voran natürlich der Katzenberger-Clan. Dieses Trio hebt Trash auf ein ganz anderes Level. Das Iris und Peter Klein, Yvonne Wölke-Drama. Ein Plot, der sich wie ein Kaugummi zieht, aus dem sich mittlerweile eine Daily Soap machen lässt. Eine never-ending Story. Hintergrund: die angebliche Affäre von Womanizer und Katzenberger Stiefpapa Peter Klein und verbotene Liebeschauspielerin Yvonne Wölke im australischen Dschungelhotel. Der Fremdgeh-Skandal des Jahres, inklusive Klinikaufenthalt und angedrohter Scheidung. Ehe aus oder alles nur Show? Es ist auf jeden Fall das Ehedrama des Jahres und alle fragen sich, ist es wirklich echt oder ist es nur Show? Was meinst du? Also ich glaube nicht, dass Peter und Yvonne eine Affäre hatten. Da bin ich überzeugt davon. Da ist ihr das einfach in die Nerven durchgegangen, weil sie so eifersüchtig war. Ich glaube aber nicht, dass das alles inszeniert ist. Also ich meine, dazu ist es zu ernst. Die verlieren ja alle gerade komplett an Glaubwürdigkeit und auch an Ansehen. Und natürlich muss man sagen, bei Iris, da war der Notarztwagen. Wir wissen, sie ist in die Klinik gekommen. Es ging ihr wirklich ganz, ganz schlecht. Aber ich glaube einfach, dass die sich gegenseitig so triggern. Also vor allem die Iris und die Yvonne. Also die eine macht was bei Instagram, dann folgt ja die andere und antwortet sofort. Und deswegen glaube ich nicht, dass es Show ist. Ich glaube einfach, dass die irgendwann nicht mehr rausgekommen sind aus dieser Nummer und dass die ihr das einfach mit ihren Eifersuchtsattacken, als ja Peter, der arme Kerl, muss man schon fast sagen, noch in Australien saß und so gar keine Chance hatte, sich zu wehren gegen das, was ihr das da gepostet hat, ist, glaube ich, sind bei ihr das die Nerven durchgegangen und die kommt dann nicht mehr raus. Aber glaubst du, dass Iris und Yvonne und Peter jetzt was am Laufen hatten oder nicht? Ich glaube nicht, dass Yvonne und Peter eine Affäre hatten. Ich glaube wirklich, dass die Iris das mit ihren kompletten Eifersuchtsszenen, die sie da inszeniert hat, dass sie die beiden dann noch näher zusammengebracht hat. Aber ich glaube nicht, dass sie im Bett waren. Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie im Bett waren. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass eine Person das Ganze jetzt so für sich nutzt. Also ich habe natürlich auch mit ein paar Leuten gesprochen und die Yvonne Wölke auch kennen und die sagen, die wollte schon immer auch gerne bekannt sein, die mag das auch, in der Öffentlichkeit zu stehen und die war eigentlich eher immer ein bisschen ja, traurig darüber, dass das für sie nie so richtig geklappt hat. Und meine Vermutung, es ist eine Vermutung, ist natürlich so ein bisschen, dass, wie du gesagt hast, die Iris so krass eifersüchtig war, sich da in so ein eigenes Drama reingesteigert hat und die Yvonne am Anfang dachte, oh Gott, was passiert ihr? Und irgendwann hat sie sich gedacht, naja gut, jetzt stecke ich da drin, ich komme da eh nicht mehr raus. Jetzt nutze ich mal die Chance für mich, weil wir erinnern uns an dieses Foto am Flughafen, wo Yvonne und Peter so ganz eng beieinander sind. Da hat ja Yvonne ihre Hand so zwischen, mehr oder weniger zwischen seinen Beinen liegen. Und ich denke mir halt, wenn du möchtest, dass keinerlei Gedanken darüber aufkommen, ob du wirklich eine Affäre mit diesem Mann hast oder nicht. Wenn du das am liebsten alles von dir davonweisen wollen würdest, dann würdest du sowas doch nicht machen, oder? Na, ich sag mal so, also verloren haben sie jetzt alle, ganz klar. Also Iris, ich meine, die Frau ist 55 und reagiert ja auf jeden Instagram-Post von Yvonne. Yvonne hat auch an Glaubwürdigkeit natürlich verloren und man darf nicht vergessen, ihre eigene Ehe ist ja auch gescheitert, wobei mir erzählt wurde, die Ehe von den beiden war, also von Yvonne, die Ehe war eh schon, bevor sie in den Dschungel gereist ist, quasi vorbei. Deswegen hat sie jetzt am wenigsten verloren. Peter, muss ich sagen, tut mir fast ein bisschen leid, weil der ist natürlich jetzt derjenige. Der ist der Dumme in der Nummer. Der ist der Dumme und auch wenn der wirklich nichts gemacht hat, außer dass er, wir haben ja auch berichtet jetzt, dass Yvonne, die war ja in Begleitung von Jamila, unserer Dschungelkönigin, die hatte ihre kleine Tochter dabei und Yvonne war das wohl alles ein bisschen zu viel. Also die Kleine wollte halt einfach nicht hören auf Yvonne und dann hat sie Peter am Rad gezogen, weil der hat einfach mehrere Kinder und ist auch schon Opa und kennt sich natürlich aus mit Kindern. So, ich glaube nicht, dass es da um Sex ging. Ich glaube einfach, dass die sich wohlgefühlt hat, so ein bisschen die Vaterrolle gesucht hat bei Peter und dann kam Iris und dann hat Iris ein Ding nach dem anderen rausgehauen und Peter war plötzlich der, der seine Frau betrogen hat. Sie hat ihn beschimpft und der steht jetzt als der komplette Verlierer da und hat natürlich auch sein Gesicht verloren. Und der muss ja jetzt auch irgendwie sehen, dass der da nicht ganz untergeht. Und ich glaube, diese Szenen auch am Flughafen haben die beiden dann auch so ein bisschen gemacht, ja, aus Verzweiflung oder aus Trotz. Peter ist auf jeden Fall auch in meinen Augen der Dumme in der ganzen Nummer. Du hattest diesen Zusammenbruch ja schon angesprochen. Also erzähl noch mal, was da passiert ist. Die bricht zusammen und wird wirklich ins Krankenhaus gebracht, weil es ihr so schlecht ging. Ja, das muss auch richtig dramatisch gewesen sein. Wir haben ja mit Leuten gesprochen, die das mitbekommen haben. Also da wurde vom ADAC der Christopher 5, der Rettungshubschrauber, kam
an das Haus, wo Iris war, bei ihrer Tochter und dann noch ein Notarztwagen. Also da war richtig was los. Und Iris wurde ja dann auch mit dem Notarztwagen in die Klinik gebracht. Und uns wurde von der Polizei und von der Rettungsstelle bestätigt, dass es einen akuten Notfalleinsatz gab. Und dabei handelt es sich um die Iris. Und da geht natürlich sofort ein Film ab. Was ist denn da passiert? Aber muss man das eigentlich alles posten? Also muss man das alles auf Instagram austragen, von fairerweise, vorne bis hinten? Fairerweise muss ich sagen, diese Info mit dem Helikopter, mit dem Rettungseinsatz, den hatten wir, diese Info. Und wir haben das dann natürlich berichtet. Wir haben angefragt bei allen Beteiligten. Es war natürlich erstmal wichtig, geht es ihr das Klein gut? Es ging ihr gut. Aber dann, einen Tag später, war sie ja wieder raus aus der Klinik. Und dann ging das Drama bei Instagram natürlich schon wieder weiter. Und sie hat doch auch, bevor der Rettungswagen kam, noch so eine Art Abschiedspost gemacht. Sie hat einen Abschiedspost gemacht, aber da wissen wir ja auch, das ist ja immer so eine Art Hilferuf. Also sie war wahrscheinlich so verzweifelt in dem Moment, dass sie vielleicht auch sagte, es macht alles überhaupt keinen Sinn mehr, wenn ich jetzt Peter verliere und ich will nicht ohne ihn sein. Und dann hat sie aber auch wieder bei Instagram, wie so eine 16-Jährige, muss man wirklich sagen, hat sie auch da wieder diesen Post abgesetzt. Also das ist doch aber alles kein erwachsenes Verhalten, da sind wir uns doch einig, oder? Ich habe mit einer Psychologin gesprochen, weil ich mir das auch mal erklären lassen wollte. Warum machen die das? Also Iris postet was, Yvonne reagiert und umgekehrt. Und die Psychologin sagt, das ist halt einfach ein Hilfeschrei, also nach Aufmerksamkeit, aber auch ein ganz klares Zeichen von mangelndem Selbstwertgefühl. Und in dem Moment, wenn du alle deine Probleme öffentlich machst bei Instagram, kriegst du ja erstmal einen Support von deinen Followern und fühlst dich in dem Moment ja bestätigt. Und damit fühlst du dich auch ein bisschen selbstsicherer. Aber oft geht es ja nach hinten los und dann kommen nämlich die ganzen Kommentare, die sich ja lustig machen oder die Beschimpfungen dann loslassen. Und das müssen die jetzt leider auch ertragen. Aber wir müssen auch noch mal über eine Sache reden, weil das haben viele gesagt, auch mit denen ich gesprochen habe in der Zwischenzeit, die beide auch kennen, die sagen, es könnte sein, dass da ein Plan hintersteckt. Es könnte sein, dass Iris sich nie trennen würde und das aber alles ganz toll findet, um dann möglicherweise in irgendwelche TV-Formate zu gehen. Was hältst du von dieser, nennen wir es jetzt mal, Verschwörungstheorie? Ich glaube es nicht. Also ich glaube, dass die Gefühle wirklich echt waren bei Iris. Also diese Eifersucht und diese Verzweiflung, die war echt. Ich bin auch überzeugt, dass Iris sich nicht trennen will. Also sie will sich sicher nicht scheiden lassen von Peter, weil die lieben sich ja auch. Das wurde uns ja auch erzählt, beide. Er liebt sie, sie liebt ihn. Da ist jetzt natürlich, klar, da hängt der Haussegen jetzt komplett schief. Aber die sind ja jetzt zusammen auf Mallorca im selben Haus. Sie leben auch alle noch. Von daher... Aber sie hat schon seine Sachen gepackt. Tanja, sie hatte seine Sachen gepackt in irgendwelche Tüten, hat so nach dem Motto, alles sie hat alles aufgeräumt. Oder aufgeräumt, aber sie hat es ja so dargestellt auf Instagram, als würde sie ihn rausschmeißen. Genau. Hatte dieses riesengroße Drama verbreitet, hat eine Scheidung angekündigt und alles. Und jetzt leben die da auf Mallorca und wieder zusammen. Ich meine, wenn ich meinen Mann wirklich loswollen würde, dann würde ich dem halt ein Hotelzimmer buchen. Hätte ihr das Kleines ernst gemeint, dann hätte sie das gar nicht gepostet, sondern hätte ihre Sachen gepackt und wäre ausgezogen. Na? So, da bin ich auch, da bin ich deiner Meinung. Ich glaube aber eben deswegen, genau deswegen, sie will ihn ja gar nicht verlieren. Sie war verzweifelt und ich glaube einfach, dass die so eifersüchtig ist und so ihre Gedanken, ihre Finger gar nicht unter Kontrolle hat, sondern dann sofort was postet. Weil normalerweise, ganz ehrlich, man behält sowas für sich, man wartet, bis der Partner aus Australien zurück ist und dann redet man mal, was war denn da eigentlich los? Hast du mich betrogen oder nicht? Und dann zieht man Konsequenzen oder man lacht gemeinsam drüber und bleibt zusammen. Und da ist leider bei allen Beteiligten komplett etwas schiefgelaufen. Also, wir sind beide einer Meinung, was das angeht. Die beiden werden sich nicht trennen. Bin ich voll überzeugt, dass die sich nicht trennen werden, ja. Und ich bin auch noch der Meinung, wir sehen beide noch in diesem Jahr in irgendeinem anderen TV-Format. Also finanziell lohnt es sich, das kann ich dir schon sagen, weil wir haben natürlich auch schon erfahren, da wird so gegenseitig auch ein bisschen geboten und natürlich auch die Konkurrenz ausgenutzt. Also man verhandelt mit dem einen Medium und mit dem anderen und wir wissen bei Iris Klein, sie hat schon einen Exklusivvertrag unterschrieben. Bei Peter sind die Chancen noch gut, dass man ihn quasi buchen kann. Wir werden ihn nicht buchen, weil wir geben ja kein Geld aus für Interviews. Und bei Yvonne Wölke wird es sich sicher auch finanziell auszahlen. Da bin ich ganz sicher. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja.